Straßen fegen, Kippen auflesen, Müll sammeln. Geht es nach der Union, sollen Langzeitarbeitslose künftig anpacken und verpflichtet werden, gemeinnützige Arbeit zu verrichten. Man habe sich zuletzt zu sehr auf das Fördern und nicht auf das Fordern konzentriert, meint Friedrich Merz. Und da kann das ein geeignetes Mittel sein, sie einfach nicht allein zu lassen, sondern sie wirklich auch mal ein bisschen an der Krawatte zu ziehen und zu sagen, ihr müsst jetzt mal selber ein bisschen anpacken, ihr müsst euch auch mal um euch selber kümmern und wir helfen euch, aber wir erwarten auch, dass ihr euch selbst helft. Auch die Freien Wähler glauben, Langzeitarbeitslose könnten besser in ein normales Arbeitsleben zurückkehren, wenn sie über gemeinnützige Arbeit fit gemacht werden. Doch die Deutschen sehen eine solche Arbeitspflicht eher gemischt. Ich glaube, eine Verpflichtung wäre nicht gut, weil es dann nur halbherzig ausgeführt wird. Ich glaube, gemeinnützige Arbeit gehört immer Freiwilligkeit dazu. Finde ich schon. Sie leben ja auf unsere Kosten. Und wenn sie nie mehr anfangen zu arbeiten, kommen sie überhaupt nicht mehr rein. Doch auch Arbeitsmarktforscher sagen, eine Arbeitspflicht für Langzeitarbeitslose wird das Problem wohl nicht lösen. Aus Erfahrung wissen wir, dass solche Tätigkeiten, um die es da geht, sehr unspezifisch sind, dass die oft wenig Entwicklungsperspektive bieten. Tatsächlich sollte es darum gehen, in der Langzeitarbeitslosigkeit die Menschen individuell zu betreuen. Dänemark sieht das anders. Geht es nach der Regierung, sollen hier künftig Arbeitslose mit Integrationsbedarf als Gegenleistung für Sozialleistungen 37 Stunden in der Woche Müll sammeln und Straße fegen.